Hallo und herzlich willkommen, hier euer TCG-Channel und ich bringe euch heute mal ein ABC-Deck-Profile, Low-Budget, so dass jeder von euch, der nicht besonders viel Geld hat oder nicht besonders viel Geld ausgeben möchte, um das Spiel competitive spielen zu können, sich das Deck trotzdem zulegen kann. Dann fangen wir mal gleich an. Standard 3A, ist klar warum, gefolgt von 3B, ist auch klar warum und natürlich gefolgt von 3C. So gut wie alles im Deck spiele ich im Playset, um die Consistency hochzuhalten. Dann 3 Galaxy Soldier. Einfach aus dem simplen Grund, wir können damit Infinity machen, uns ein A, ein B oder ein C, je nachdem, was wir gerade im Friedhof brauchen, für den Buster in den Friedhof legen. Und außerdem können wir ihn durch Clifford Genius suchen, weil wenn wir nämlich den Drachenbuster zerlegen in der gegnerischen Runde und dann 2 von den 3 Teilen in die beiden Linkszonen beschwören, dann dürfen wir uns ja eine Maschinenstufe 5 oder höher suchen und dann suchen wir uns halt den Galaxy Soldier. Ganz simpel. So, dann natürlich 3 Gold Gadgets, gefolgt von 3 Silber Gadgets. Und Handtraps habe ich mich für 2 Ogre und 2 Wailer entschieden. Einfach aus dem simplen Grund, dass diese beiden Handtraps immer on point kommen und halt auch Licht sind, sodass ich sie für den Fall der Fälle auch abwerfen kann für einen Galaxy Soldier. Und das ist der Grund, warum ich die beiden spiele. So, dann Zauberkarten. 3 Hangar, ist klar, was die Karte macht. Die ist eigentlich so die Schlüsselkarte des Decks. Sucht uns alles, was wir brauchen, rüstet vom Deck aus, sodass wir schnell die 3 Teile zusammenkriegen für den Buster. Dann natürlich 3-mal Landform. Die sucht uns natürlich den Hangar. Für was anderes brauchen wir sie nicht, aber deswegen ist die Karte gerade so wichtig. Dann, wie gesagt, wir spielen so gut wie alles im Playset. Also spielen wir 3 Topf der Begierden, damit wir noch ein schönes Plus 1 haben. Und falls der Gegner eine Ash hat, dass wir die dann vielleicht auf den Topf kriegen und nicht auf die Landform. Weil, wie gesagt, der Hangar ist die Schlüsselkarte, also auch sehr, sehr wichtig. Dann 3 Instant Fusions. Falls der Gegner mal überlegt, uns so ein Soldier, ein Galaxy Soldier zu ashen, kommen wir mit dem Panzerdrachen dann trotzdem noch auf den Infinity. Und wenn wir dann eine Instant Fusion machen, können wir mit 1000 Eugen Opfer dem Gegner auch noch eine Karte rausnehmen. Dann spiele ich noch 3 Twin Twister. Auch im Prinzip, um die Teile im Friedhof zu kriegen, um im Mirror Match den Gegner ein bisschen abfacken zu können. Und eben halt auch, wenn wir gegen Pendel spielen oder gegen irgendetwas, was viel Backrow hat, dass wir die dann auch wegbekommen. Dann ein Monster Reborn. Ist klar warum, gute Karte. Ein Törichtes. Und ein Ruf der Gejagten. Das war's zum Main Deck. Extra Deck folgendermaßen ist ganz klar: 3 ABC Drachenbuster, ist klar warum, ist die stärkste Karte des Decks oder sagen wir es mal so: das Bossmonster. Dann den Panzerdrachen und das 1000-eugige Opfer als Instant Fusion Targets. Dann ein Cyber Enddrachen, fragt euch jetzt wahrscheinlich warum, kommt gleich. Dann Cyberdrache Nova, Cyberdrache Infinity und für Cyberdrache Nova spielen wir dann auch den Cyber Enddrachen, weil wenn er zerstört wird, bevor wir den machen können, dann kommt nämlich der. Hat der Gegner einen 4000er Beatstick am Hals. Ne, ist auch klar warum. 2 Galaxy Soldier, gleich ein Nova, gleich ein Infinity, eine Indication mehr, legt ein bisschen mehr Pressure on board. So, dann 2 weitere Xyzen, ein Gear Giant X. Find die Karte ganz schön, weil wenn man 2 Teile hat, dann kann man sich das dritte suchen. Zudem ist es auch eine Maschine. Und synergiert damit sehr gut mit dem Deck. Dann ein Bujentai Tsukuyomi. Der Punkt ist, irgendwann im Late Game ist es so, du hast den Drachenbuster und kontrollierst so ziemlich das Game. Das heißt, du ziehst jede Runde eine Karte, schmeißt jede Runde eine Karte ab, um den Gegner halt was bannen zu können. Und mit der schaffst du es halt, jede Runde 2 Handkarten zu haben und somit einmal in deiner und einmal in der gegnerischen Runde beim Gegner was zu verbannen. Sodass der Gegner noch weniger wieder ins Spiel zurückkommt. Dann zu den Link-Monstern. Wir spielen einen Dekodiersprecher. Einfach weil es eine gute Karte ist, kannst du auch als Beatstick benutzen, wenn du über was drüber hauen musst. Sehr gute Karte. Dann spielen wir 2 Clifford Genie. Wie gesagt, die Drachenbuster Genie Combo, um sich Galaxy Soldier zu suchen. Zudem kann sie halt Karteneffekte negieren. Das heißt, falls der Gegner sowas wie Chaos Hunter spielt, gegen euch im Side, dann könnt ihr sagen, okay, ich negiere meinetwegen meinen Feldzauber, weil den brauche ich gerade nicht, Effekt habe ich schon benutzt. Und dann negiere ich einen Chaos Hunter und kann dann meinen Drachenbuster trotzdem beschwören und kann dann mit dem Drachenbuster auch trotzdem weiterhin bannen. Also die Karte ist wirklich sehr, sehr gut, um nervige Karten auseinanderzunehmen. Zudem, falls der Gegner sowas spielt wie Reißender Tribut, bleibt unberührt von Zaubern fallen. Also falls ihr Reißender Tribut auch selber spielen wollt, ich habe es jetzt nicht getan, aber ihr könntet es, die Karte würde immer noch auf dem Feld bleiben. Von daher ist das immer eine sehr lustige Kombo. So, dann ein Proxy-Drachen und dann noch ein Übertaktungsübernehmer. So, das war's zum Deck-Profile. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.